Herzlich willkommen. Mein Name ist Grit Richter-Laukwitz. Ich bin die Leiterin des Archivverbundes Bautzen. In diesem Beitrag stelle ich kurz unsere Einrichtung und etwas ausführlicher unser Angebot zur Online-Recherche für das Stadtarchiv Bautzen über die Plattform Findbuch.net vor. Der Archivverbund Bautzen besteht aus dem Stadtarchiv und dem Staatsfilialarchiv. Während das Stadtarchiv für die Überlieferung der Stadt Bautzen zuständig ist, werden im Staatsfilialarchiv Unterlagen aus der ganzen Oberlausitz archiviert. Beide Archive existieren schon sehr lange. Das erste Verzeichnis für das Stadtarchiv wurde 1597 angelegt, das Staatsfilialarchiv als Landesarchiv der Oberlausitz 1932 gegründet. Beide Archive befanden sich in unterschiedlicher Trägerschaft. Das Stadtarchiv bei der Stadt, das Staatsfilialarchiv beim Freistaat Sachsen. Verschiedene äußere Umstände führten dazu, dass Stadt und Freistaat Mitte der 1990er Jahre nach einer Möglichkeit suchten, die Archive gemeinsam zu betreiben. So wurde der Archivverbund Bautzen gegründet und im Juni 2001 eröffnet. Benutzer haben seither die Möglichkeit, die in beiden Archiven vorhandenen Archivalien an einem Ort zu benutzen. Unser Archivverbund ist in der gewählten Organisationsform deutschlandweit einmalig. Ich kann in diesem Rahmen leider nicht weiter auf die Hintergründe der Organisation und die Besonderheiten des Verbundes eingehen. Wenn Sie sich ausführlicher informieren wollen, nutzen Sie bitte die Informationen auf unserer Webseite www.archivverbund-bautzen.de. Auf eben diese Webseite wechseln wir jetzt und ich werde zeigen, welche Angebote zur Online-Recherche es insbesondere für das Stadtarchiv Bautzen gibt. Dafür gehen wir auf das Register Recherche und hier auf die Online-Recherche Stadtarchiv. Für die Präsentation unserer Bestände nutzen wir vorrangig die Plattform Findbuch.net. Wir präsentieren uns aber auch im Archivportal D, also das Archivportal Deutschland. Die Plattform Findbuch.net ist ein Angebot der Firma Augias, mit deren Software wir unsere Bestände erschließen. Wenn Sie den Link aus unserer Homepage heraus nutzen, landen Sie gleich auf unserer Startseite im Portal. Auf der Startseite finden Sie drei Bereiche. In der Mitte kurze Angaben zum Archiv, wieder mit entsprechenden Verlinkungen, links die Struktur des Archivs und auf der rechten Seite können Sie direkt in die Suchfunktion einsteigen. Da ich davon ausgehe, dass Nutzer in der Regel zuerst über diesen Suchschlitz suchen würden, möchte ich Ihnen diesen zuerst erklären. Hier können Sie Suchwörter eingeben oder zum Beispiel auch den Namen Ihres Vorfahren, wenn Sie genealogische Recherchen betreiben. Für diese Präsentation habe ich eine Suche nach dem Namen Reichelt ausgewählt. Ich gebe also jetzt hier das Suchwort Reichelt ein. Und die Suche nach Reichelt hat 12 Treffer ergeben. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mir diese Treffer in der Tektonik des Archivs anzeigen lassen. Hier sehe ich allerdings nur, in welcher Strukturgruppe diese Treffer verortet sind. Das vertiefen wir an dieser Stelle nicht. Ich möchte Ihnen hier einfach die Trefferliste anzeigen. Hier kann ich mich durch diese Trefferliste jetzt, durch diese 12 Treffer durcharbeiten. Ich kann mir einfach ansehen, hier zum Beispiel taucht ein Christoph Reichelt auf und in den nächsten Archivalien, die angezeigt werden, tauchen andere Reichelt auf. Personalakten finden sich hier. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Akte, wo im Aktentitel der Name Reichelt erstmal gar nicht auftaucht. Hier habe ich jetzt folgende Möglichkeit. Ich kann hier zum Beispiel sagen, wenn ich weiß, mein Reichelt, der war vielleicht mal Angestellter bei der Stadt, dann könnte es sein, dass es sich hier um die gesuchte Person handelt. Dann öffne ich diese Anzeige weiter,
und finde dann noch weitere Informationen. Also ich finde hier einen sogenannten Enthält-Vermerk. Der Enthält-Vermerk dient dazu, dass die im Titel angegebenen Informationen noch einmal vertieft werden. Ein Enthält-Vermerk finde ich aber nur, wenn der Bearbeiter, der Archivar, hier auch Eintragungen vorgenommen hat. Wenn ich diese Akte von dem Julius Hermann Reichelt einsehen wollte während der Öffnungszeiten des Archivs, könnte ich diese Akte jetzt hier in die Bestellliste aufnehmen. Und hier habe ich jetzt die Anzeige, die Einheit wurde der Bestellliste hinzugefügt. Das bestätige ich mit OK. Hier sehe ich jetzt diesen Haken dran und diese Akte wurde jetzt hier oben der Bestellliste zugefügt. Und diese Bestellliste sehen wir uns aber dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an und wie weiter damit zu verfahren ist. Jetzt gehe ich nochmal in meine Trefferliste, schaue mir nochmal die Übersicht an. Hier habe ich zum Beispiel eine Akte, wo ein Christoph Reichelt einen Brief unterzeichnet hat. Hier kann ich genauso mal reingehen und hier sehe ich, dass dieser Archivalie schon Digitalisate beiliegen. Diese Archivalie ist aus unserem Bestand Urkunden und den Urkundenbestand bieten wir schon zu fast 90% digital an. Das heißt, wir haben unsere Urkunden schon in einer digitalen Form hier vorliegen. Hier könnten Sie jetzt sofort in die Bilder gehen und hier Ihre Recherche an der Akte anstellen. Hier ist das Regest etwas ausführlicher und es gibt weitere Informationen zur Laufzeit, zur Datierung, zum Ausstellungsort, zum Beglaubigungsmittel. Das ist also typisch dann für Urkunden, was hier für Vermerke verzeichnet sind. Wir können uns also diese Treffer weiterhin hier alle in der Liste immer ansehen. Hier sehe ich zum Beispiel, hier sind drei Personalakten verzeichnet. Das ist dann natürlich gerade für einen Genealogen ein sehr großes Glück, wenn eine Personalakte im Archiv zu finden ist. Ich gehe jetzt mal hier auf die Personalakte der Frieda Reichelt. Hier ist es so, die Frieda Reichelt war Reinigungskraft. Die Personalakte ist deswegen bei uns im Bestand verzeichnet, weil wir alle Buchstaben aufnehmen in unserem Bestand, oder alle Personen aufnehmen, die den Nachnamen R haben. Wir treffen also eine Auswahl. Wir können nicht alle Personalakten der Stadt oder der städtischen Angestellten aufnehmen, sondern wir müssen zwingend eine Auswahl treffen. Und wir haben uns für ein Buchstabenmodell entschieden, alle R-Buchstaben. Und natürlich nehmen wir auch die besonderen Fälle, die leitenden Angestellten und bestimmte Zeitschnitte auf. Aber seien Sie nicht so enttäuscht, wenn Sie die Personalakte Ihres Vorfahren nicht finden. Es ist nicht möglich, alle zu archivieren. In so einem kommunalen Archiv wie unserem wären ungefähr 3% des gesamten Volumens, was eine Verwaltung produziert, archiviert. Wir müssen also eine Auswahl treffen. Ja, auch diese Akte könnten Sie bestellen. Wir nehmen auch die Akte in die Bestellliste auf und bestätigen das wieder, dass wir diese Akte bestellt haben. An der Akte kann ich auch noch etwas anderes zeigen, was für archivische Recherche und Arbeit wichtig ist. Diese Personalakte der Frieda Reichelt ist auch schon für jedermann zugänglich, weil die Frieda Reichelt 1899 geboren ist. Und Archivgut unterliegt Schutzfristen. Nach sächsischem Archivgesetz gibt es allgemeine Schutzfristen von 30 Jahren und Schutzfristen für personenbezogene Unterlagen. Diese Unterlagen sind 100 Jahre nach der Geburt oder 10 Jahre nach dem Tod der betreffenden Person noch gesperrt. Hier haben wir jetzt also ein Geburtsdatum. Diese Unterlagen wären seit 1999 bzw. seit dem 01.01.2000 nutzbar für jedermann und daher ist diese Akte auch hier im System zu sehen. Ich würde jetzt aus dieser Suche, diese Suche verlassen und Ihnen noch diese Möglichkeit der Recherche in unserer
in unserer Struktur erläutern. Das ist hier auf der linken Seite zu finden. Diesen Bereich empfehle ich wie zum Stöbern. Hier können Sie die Struktur des Archivs sehen. Archivare sagen Tektonik dazu. Sie können sich informieren, welche Bestände es im jeweiligen Archiv gibt, wobei man immer beachten muss, dass diese Einteilung, wie sie jetzt hier zu sehen ist, eine Einteilung ist, die für das Stadtarchiv gemacht wurde. Das macht natürlich jedes Archiv für sich entsprechend seine örtlichen Gegebenheiten. Diese Struktur, diese Tektonik wird immer nach sachlichen bzw. zeitlichen Gesichtspunkten gebildet. Wir haben also die erste Gruppe gebildet, indem wir alle Unterlagen einordnen, die irgendwie beurkundet werden. Dann gibt es einen zweiten, größeren Bereich, das sind die Unterlagen der städtischen Verwaltung. Der besseren Übersichtlichkeit halber haben wir diese in Zeitschienen eingeteilt. Und dann gibt es hier unten noch die eingemeindeten Orte. Es gibt nichtamtliche Unterlagen, es gibt Unterlagen von Vereinen und Verbänden. Es gibt Nachlässe, die wir verwalten oder auch den Bereich der Sammlungen. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie Sie von dieser Struktur zum Bestand und von Bestand zur Akte kommen. Also ich kann zum Beispiel jetzt hier in die Tektonikgruppe Urkunden Personenstandsunterlagen reinklicken. Komme eine Tektonikgruppe tiefer. Ich habe einmal die Gruppe der Urkunden. Bei den Urkunden gibt es nur einen Bestand. In dem Moment, wo Sie hier dieses Viereck sehen, sind Sie auf Bestandsebene. Dann kann ich mir diesen Bestand anzeigen und ich sehe hier auf der Seite zu jedem Bestand gewisse Informationen, wo ich mir schon mal ein Bild machen kann, aus welchem Zeitraum diese Akten sind, die zu dem Bestand gehören, wie der Erschließungszustand ist, was es bei der Benutzung zu beachten gibt oder auch die Verwaltungsgeschichte und die Bestandsgeschichte kann ich mir ansehen. Und wenn ich auf diesen Link gehe, dann kann ich mir alle Verzeichnungseinheiten des Bestandes ansehen und dann einfach auch mal durchklicken. Das will ich Ihnen anhand der Personenstandsunterlagen zeigen. Hier sind jetzt schon deutlich mehr Bestände zugeordnet dieser Tektonikgruppe. Also wir haben hier den Bestand der Geburtsregister der Stadt Bautzen, den Bestand der Eheregister und so weiter. Hier gibt es einen Bestand, der hat kein Kreuz in der Mitte. Das zeige ich Ihnen warum. Wir gehen mal hier drauf. Und hier steht bei den Benutzungsmodalitäten, diese Unterlagen des Bestandes unterliegen noch vollständig den Schutzfristen nach Sächsischem Archivgesetz und sind daher nicht in der Datenbank sichtbar. Also das ist durchaus auch möglich, dass Unterlagen eines Bestandes noch vollständig Schutzfristen unterliegen und deswegen werden diese hier nicht angezeigt. Ich gehe jetzt mal auf den Bestand Geburtsregister Stadt Bautzen. Hier wird mir der Bestand angezeigt, auch wieder Inhalte zum Bestand, wie umfangreich er ist, wie der Erschließungszustand ist. Und ich habe hier eine Liste aller Archivalien, die zu diesem Bestand eingeordnet wurden. Ich sehe, aha, das sind 17 Akten, die zu dem Bestand gehören und ich habe kurze Titelangaben zum Bestand. Und hier findet sich ein Icon, was mich darauf hinweist, dass es hier auch schon ein Digitalisat zu dieser Archivalie gibt. Das kann ich mir natürlich dann hier auch ansehen, indem ich das anklicke. Und ich brauche also diese Akten auch nicht mehr im Archiv benutzen, sondern ich kann mir jetzt diese Akte am heimischen Computer ansehen. Und das kann ich dann hier natürlich für alle Akten machen. Wenn ich zurückgehe und das wieder zumache, um das etwas übersichtlicher zu machen, bin ich wieder in meiner Tektonik und möchte Ihnen noch ein zweites Beispiel zeigen. Und zwar, ich gehe mal hier in die städtische Verwaltung von 1945. Die ist natürlich wesentlich umfangreicher. Und ich würde mal hier in die Tektonikgruppe Ratsämter gehen. Und in der Gruppe Ratsämter gab es in jeder Stadt ein Stadtgericht. Diese Unterlagen möchte ich mir gerne ansehen. Und ich bin jetzt in der Tektonikgruppe, sehe ich, hier gibt es zwei Bestände. Das sind einmal die Amtsbücher, die Gerichtsbücher, die beim Stadtgericht geführt wurden, und die Sachakten des Stadtgerichts selbst.
Ich würde kurz in diese Gerichtsbücher reingehen. Ich sehe hier, das ist also ein Bestand, der ist voll erschlossen. Wir haben eine sehr zeitige Überlieferung. Unser erstes Gerichtsbuch beginnt schon Mitte des 14. Jahrhunderts. Ich habe wieder Informationen zum Bestand und ich kann mir wieder die Liste der Verzeichniseinheiten ansehen. Hier sehe ich, aha, die ersten drei Gerichtsbücher liegen auch schon in elektronischer Form vor. Hier können wir mal in das Gerichtsbuch von 1424 reingehen, öffnen uns das Digitalisat und sehen, das handelt sich hier um einen schönen Ledereinband mit einer metallenen Schließe. Und hier kann man jetzt sich das Buch ansehen. Wir gehen mal hier auf die ersten Seiten. Zum Beispiel hier auf Seite 10 beginnen die Eintragungen für alle Personen, die mit dem Nachnamen A beginnen, sind hier Eintragungen des Stadtgerichtsschreibers vorgenommen. Man kann sich das natürlich dann auch größer machen, klein machen, das Digitalisat, je nachdem, wie intensiv man hier recherchieren möchte. Ich würde das erstmal wieder schließen, komme zurück auf meine Oberfläche. Ja, dann gibt es noch die Sachakten zum Stadtgericht. Das ist der Bestand Stadtgericht Bautzen. Und hier sehe ich, hier ist eine Systematik hinterlegt. Ich kann mir also jetzt wieder alle Akten anzeigen lassen des gesamten Bestandes. Wenn ich das mache, sehe ich, das sind 165 Akten. Oder ich sage, mich interessieren jetzt nur die Erbsachen oder nur die Testamentssachen. Dann würde ich mal in diese Klassifikationsgruppe reinklicken und dann sehe ich, aha, es gibt in dem Bestand vier Akten, die irgendwas mit Testamentssachen zu tun haben. Und dann finde ich diese Akten hier. Und um weitere Informationen dieser Unterlagen mir anzeigen zu lassen, klicke ich einfach diesen Bestand wieder an. Ich kann immer über diese Listenfunktion gehen, ich kann aber in diesen vier Fundstellen auch über diese Funktion hier oben an die erste Fundstelle gehen, dann sehe ich das erste Testament aus der Liste und dann kann mich hier durchklicken. Das war das zweite, was wir gerade hatten, das dritte und die vierte Fundstelle. Und so kann ich hier auch in einer Systematik direkt Unterlagen suchen. Das dritte Beispiel, was ich Ihnen dazu zeigen wollte, sind die nichtamtlichen Unterlagen. Hier haben wir den Fall, dass wir zwei Bestände haben. Einmal den Bestand Dorfschaften und einmal den Bestand Innungen. Und hier bei den Innungen ist auch wieder so der Fall, dass hier kein Kreuz in dem Bestand ist. Das hat einfach den Hintergrund, dass dieser Bestand noch nicht in der Datenbank noch nicht so erschlossen ist, elektronisch in unserer Datenbank, dass wir ihn hier in das System einstellen können. Es dient einfach dazu, Ihnen zu zeigen, es gibt einen Bestand Innungen und wenn Sie denken, dass vielleicht ein Vorfahr von Ihnen auch Innungsmeister oder Mitglied einer Innung gewesen sein könnte, dann sehen Sie hier zumindest, es gibt den Bestand und dann sprechen Sie uns an, schreiben Sie uns, fragen Sie nach, was es dafür für Findungsmittel gibt. Das sind die zwei wichtigsten Funktionen in dem System. Wir haben hier noch die Möglichkeit einer erweiterten Recherche, die aber teilweise nur solche guten Ergebnisse liefert. Also es ist relativ schwierig in dem System hier Zeiträume einzugrenzen. Sie kommen fast immer besser, wenn Sie ein Suchwort eingeben und sich dann durch diese Listen scrollen. Hier sind wir natürlich auch von dem Anbieter abhängig und das ist ein Bereich, der durchaus noch verbessert werden könnte in der Funktionalität. Deswegen möchte ich hier, gehe ich jetzt hier auf diese Funktion auch nicht weiter ein. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, das ist diese Funktion, diese Bestellliste. Wir haben also während der Recherche hier die Bestellliste gefüllt, jetzt mit zwei Bestellnummern. Das war diese Suche nach Reichelt. Wir haben zwei Akten gefunden, die wir bestellt haben. Und wir könnten jetzt hier sagen, ja, also die zwei Akten,
Das waren Akten, wo auch keine digitale Daten hinterlegt werden. Die müsste ich mir also im Lesesaal des Archivverbundes ansehen. Und dann können Sie hier aus dem System heraus diese Akten vorbestellen. Sie gehen auf E-Mail versenden, tragen hier Ihre Daten ein. Pflichtfelder sind Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse, damit wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Und Sie können hier auch schon einen Wunschtermin für die Benutzung im Rahmen unserer Öffnungszeit eintragen. Wir haben Montag, Dienstag und Mittwoch geöffnet. Das ist immer empfehlenswert. Wir würden dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen, ob der Termin klappt oder nicht. Und über dieses kleine unscheinbare Zeichen können Sie diese Bestellfunktion abschicken und die Kollegen, die dafür zuständig sind, das zu bearbeiten, würden sich dann bei Ihnen melden. Es ist immer ratsam, bei uns Unterlagen sich anzumelden generell und auch Unterlagen vorzubestellen. Ja, unsere Seite hier im Zintbuchnet wird ständig aktualisiert. Es kommen immer auch mal wieder neu erschlossene Bestände dazu, je nachdem, was wir für Fortschritte auch bei der Erschließung der Bestände erzielen können. Es kommen Digitalisate dazu. Schon jetzt haben wir viele Digitalisate eingebunden und wir haben auch einige besondere Stücke. Und ich würde in einem nächsten Beitrag nochmal auch etwas ausführlicher die Bestände, die speziell für Personen oder für die Genealogen interessant sind, für die Recherche nach Personen interessant sind, nochmal speziell vorstellen und vielleicht auch dabei das eine oder andere besondere Stück vorstellen. Wir haben aktuell 197 Bestände hier eingebunden, ca. 40.000 Archivalien und 5.000 Digitalisate. Dennoch werden die Digitalisate immer eher die Ausnahme bleiben und es wird immer notwendig sein, weiter eine analoge Nutzung bei uns im Lesesaal vorzunehmen. Dafür, um sich darüber zu informieren, können Sie hier über diese Seite wieder zurück auf unsere Homepage gehen und unter Recherche und unter Benutzung finden Sie Informationen zur Einsichtnahme zu den Reproduktionen, Formulare, die Sie dafür ausfüllen. Hier finden Sie Informationen, was für Vorkenntnisse Sie mitbringen sollten. Hinweisen möchte ich Sie noch, dass wir aktuell auch über uns im Reiter Aktuelles Informationen einstellen, wo wir immer versuchen, Sie aktuell zu informieren und hier auch Hinweise zu bestimmten Beständen, die hier in Zintbuchnet eingebunden sind, schon mitgeben. Also es lohnt sich auch hier immer mal unter Aktuelles reinzugucken, weil wir diese Seite doch versuchen, immer auch wieder zu füllen und Ihnen immer wieder neue Angebote zu bringen. Ja, wenn Sie dann nutzen wollen, beziehungsweise auch nochmal eine Anfrage haben, gehen Sie am besten hier über unseren Kontakt. Hier sehen Sie unser Team. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie Archivalien bei uns nutzen. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald dann im Archivverbund Bautzen.